Ja, und du hast ja dann nur die Hände voll, wenn du Pakete austeilen willst, kannst du ja nicht fotografieren. Ein letztes Mal beisammen sitzen und Fotos anschauen. Seit 7 Jahren verbindet den Pfarrer und sein Gemeindemitglied Michael Kretzig mehr als der Glaube. Die Aktion Weihnachtspäckchen für Rumänien hat sie zusammengeschweißt. Dass der Pfarrer nun geht, stimmt Michael Kretzig traurig. Ich war schon erstmal sehr schockiert, sage ich jetzt mal. Also ich bin aber ein Mensch, der eigentlich immer versucht, aus negativen Dingen auch was Positives rauszuziehen. Das habe ich unter anderem auch vom Pfarrer gelernt. Und von daher muss man jetzt halt das Beste draus machen. Aber erfreut bin ich sicher nie gewesen, das ist irgendwo ganz klar. Nach 13 Jahren als Pfarrer in Pirna wurde Norbert Büchner nun nach Dresden abberufen. In etwa 6 Monaten wird er dort seine neue Stelle als Dompfarrer antreten. Ich werde ihn also in Dresden sicher auch nie in Ruhe lassen. Solange wie er seine Handynummer nicht wechselt, hoffe ich, dass wir dort, ich denke, das beruht auch auf Gegenseitigkeit, hoffe ich, dass wir dort gemeinsam versuchen werden, die Geschichte nie abreißen zu lassen. Aber natürlich ist mir bewusst, dass er dort natürlich andere Aufgaben hat und auch wesentlich mehr sich um kirchliche Dinge kümmern muss. Auch der Pfarrer, der sich für unser Kamerateam auch gerne mal als Nikolaus verkleidete, geht nicht leichten Herzens aus seiner liebgewonnenen Stadt. Auf der einen Seite ist da natürlich Traurigkeit, weil das heißt Abzug aus Pirna, was mir sehr schwer fällt, muss ich ganz ehrlich sagen. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch der Schritt nach vorn, wo ich mir gesagt habe, ich brauche nicht die große Angst zu haben, weil mir dort Menschen begegnen, die ich schon kenne. Ich bin mittlerweile jetzt 20 Jahre von den 22 Jahren meiner Dienstzeit hier in dem Bereich, also in dem Dekanat Dresden, habe da also Entwicklungen miterleben dürfen, das ist das Gute, und habe durch meine 7 Jahre Kaplanszeit an der Kathedrale natürlich Leute vor mir, die ich schon kenne, die mich besucht haben, wo also auch Kontakte in diesen 13 Jahren hier in Pirna, waren zum Geburtstag immer Leute aus Dresden da, gehalten haben. Und das ist das, was mir so ein Stück, was heißt die Angst nimmt, aber so ja, das Flattern eigentlich nimmt. Durch seinen Einfallsreichtum, seine Begeisterungsfähigkeit und seine offene Art hat Pfarrer Büchner die Herzen vieler Pirnerer gewonnen. Zudem brachte er der Stadt den ersten Stolperstein zum Gedenken an Pfarrer Dr. Benno Scholze. Mitnehmen möchte er aus Pirna neben seinen Möbeln und der Erinnerung an ganz viele Menschen auch ein Bild meiner Kirche. Da habe ich schon ein Gemälde, gibt es da, was ich der Gemeinde gerne vorlegen möchte. Und ich habe das in Riesa an meiner Bilderwand, ist es zu sehen, damals ebenso gemacht, wo alle unterschreiben sollen. Für mich ist das was ganz Wichtiges für meine Bilderwand, um letztlich in der Sichtweise, auch in der Erinnerung dieser Leute. Und Namen haben immer Geschichten. Also ich habe ja mittlerweile in den 13 Jahren zu den Namen meiner Gemeinde ganz, ganz unterschiedliche Lebensgeschichten, woran ich mich festmachen kann und woran ich die Leute festmache. Und das ist, glaube ich, mein größter Schatz, den ich überhaupt einpacken kann. Ich könnte ganz sicherlich alles stehen lassen hier und nur mit diesem Bild umziehen. Das prächtig, glaube ich, fertig. Ja. Wer dann im Sommer in die Wohnung im Pfarrhaus einzieht, ist noch unklar. Höchstwahrscheinlich wird aber auch der neue Pfarrer wieder aus dem Bistum Dresden-Meißen stammen.